liebe Freunde, seid wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir befinden uns in einem alten Tempel von Ashdod. Und schauen wir mal, was hier passiert, wenn wir hier drauf drücken. Wir hatten ja in den anderen Seitenräumen halt eben ein und maximal zwei Gegner gehabt. Dieses Bildchen verrät doch irgendwie, dass wir eventuell auf mehr Gegner, also mehr als drei treffen könnten. Schauen wir doch mal nach, was uns hier erwartet. Also ich höre Rülpsen, Gurgeln und Gagelfarzen und was weiß ich nicht alles. Da ist auch schon die Mumie. Na? Ah, die kriege ich sogar. Die war ja sogar vorher schon angeditscht, die Mumie. Na, sowas aber auch. Oh, da war noch was. Starker Skelettkämpfer auch noch. Okay, durch die Mauer. Sehr schön. Okay. Machen wir mal eine Zwischenspeicherung. Und dann gucken wir mal, wo die Mumie noch ist. Die ist nicht mehr da. Die habe ich aber nicht miterlebt. Beziehungsweise mitgekillt. Sonst läge sie noch. Ach, die hat sich da oben wieder hin verpümpelt. Okay, Mumie. Dann, siehst du? Okay. Das ist, wie das aussieht. Ach Gott. Führt die Treppe wohl nach oben. Giftdrüse ich jetzt anders machen müssen. Führt die Treppe wohl nach oben. Direkt zum Tempel hoch. Sonst wäre das jetzt nicht so. Aha. Okay. Ich bin im Tempel. Nun suche ich den Schatz. Ich alleine oder wie? Okay, Moment mal. Ja, ich suche nun den Schatz, aber nicht mit den Freunden da oben. Mann, oh Mann, oh Mann. Na, dann gucken wir mal, wer alles so auf uns zukommt. Also auf jeden Fall kommt wieder eine Mumie auf uns zu. Nee, ein verfluchtes Skelett kommt auf uns zu. Ein verfluchtes Skelett hat sich uns genähert. Zu seiner Schande ist er jetzt verflucht aufgehoben. Dann gucken wir doch noch mal weiter, wer noch alles so auf uns wartet. Tempelwächter, Mumie. Okay, und da hinten ist auch noch ein verfluchtes Skelett. Wenn ich da auf jeden Fall noch mal reinrenne. Oh! Was zum Geier ist das? Was zum Geier? Jetzt sehe ich zum allerersten Mal diese Steinteile da. Oh, vorher, das wird doch nix, Mickey. Das ist eine Steinwächter, aha. Ja, keine Chance gegen den Steinwächter. Das heißt also, dieser alte Steinwächter kam irgendwo von der Ecke aus. Ich werde mal so ein Zeitlupenteil nehmen. Mal gucken. Da sind sie sogar. Zwei Stück. So. Mal gucken, vielleicht habe ich ja da irgendwie eine Chance. Oh, sorry, dass das jetzt so eng ist. Okay. Einen habe ich, glaube ich, ne? Ja, einen habe ich. Ach, der ist noch in der Steinzeitlupe. Oh, leider auch nicht geklappt. Naja, auf Neues, ne? Probieren geht über Studieren. Hallo. Ja, okay, haben wir erstmal einen. Muss erstmal ein bisschen Abstand halten. Ah, der El Bastardo, der bringt's. Der bringt es. Sorry wegen der Kamera. Okay, 400. So, kommt noch einer hinterher? Nein, kommt keiner hinterher. Wow, ich habe noch nie mal was. Nicht zu holen. Ich speichere mal ab. Mal gucken, wie lange die Zeitlupe noch bleibt. Hier ist ja noch ein Steinwächter. Hallo. Oh, da kommt noch der andere hinterher. Andere Schamdidel, Schamdudel. Oh, der bringt mich aber ganz schön in Bedrulle. Mann, oh Mann. Also, seht es mir nach. Ich habe noch nie gegen die Steinteile gekämpft, da durch diese
Ne, also die habe ich leider noch nicht mal als Gegner gehabt. Oh, jetzt kommt der gleich hier, der Typi an. Ach du liebes bisschen. Das ist wohl der mächtige. Ah, gehen wir mal hier durch die Wand durch. Nee, funktioniert nicht. Eine blöde Kameraführung. Hier, Tempelwächter. Na also, den haben wir gekriegt. Sehr gut, der Tempelwächter ist auch erledigt. Ja, vielleicht kann mir jemand in den Kommentaren schreiben, wie ich so einen Steinwächter am besten, hier der um die Ecke, wie ich den am besten killen kann. Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier auf den Knopf drücke? Nix. Ah doch, das Ding geht zu. Das könnte man ja eigentlich strategisch benutzen, oder? Geiler Sound. So, da ist er noch. Gut. Na? Genau, richtig. Gucken, ob ich ihn im normalen Modus kriegen kann. Leider nicht. Ja, dann versuche ich es mal anders. Und zwar, da ja oft der Einer da mitkommt, wie heißt er denn? Ja, der Tempelwächter, werden wir den erstmal frittieren. Wobei ich die Vermutung habe, ja, dass sie alle mitkommen. Au weia. Was heißt das? Der ein oder andere kommt mit. Oder auch bleibt hängen. Okay, da kommt ein langsamer Heinz. Und so ein giftiges Skelett an. Rauskommen. Nicht zu weit vor. Menno. Das geht sogar hier durch die Wand. Okay, wenn sie hinter der Wand bleiben, kann ich mal ganz schnell was trinken. Mann, oh Mann, oh Mann. Schnell. Bisschen habe ich jetzt was trinken können. Oh Mann, wo bleiben sie denn alle? Ach du Schiete, das sind auch noch. Das sind eins, zwei, das sind ja ganz viele, sind das. Hauer. Mhm. Gut, trinken wir noch ein bisschen was. Oh, ich habe Äpfel. Wunderbar. Okay, wollen wir erstmal zwischenspeichern. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Wo sind denn die jetzt hin? Nicht zu plündern. Noch ein Steinwächter? Also das ist der andere Steinwächter. Ah, okay. Die haben sich jetzt von den Positionen hier getrennt. Die werden wahrscheinlich irgendwo. Ja. Das ist doch Mist gewesen. Wer war denn das? Ach, das ist er hier. Und ich blute wieder wie ein Hammel. Kein Geschwindigkeitsring, aber ich kann nur hoffen, dass dieser. Die sind schon wieder weg. Menno. Bedeutend bescheuert. Stopp! Kam er doch darum. Okay, ein Schlag weg ist er. Der Tempelwächter. So, mühsam ernährt sich der Herr Roland. Mal gucken. Ja, immer noch nicht. Okay, da ist keiner mehr. Dann schauen wir mal weiter. Die anderen sind. Da ist noch der Steinwächter. Ah. Wo sind die anderen hingeblieben? Mann. Ich sehe hier niemanden. Wenn ich jetzt den Steinwächter irgendwie... Bringt doch alles nicht. Da ist er.
Ja, was soll's. Dann werde ich mal hier schwarzes Erz essen. Und mal gucken. Als allererstes mal den Steinwächter hier mal niedermetzeln. So, wo sind die anderen? Ach, da. Verruchtes Skelett. Okay, auch das haben wir geschafft. Da ist, ist nichts zu holen. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh, ja, das könnte eventuell klappen. Ah, ich habe mir wieder ein bisschen hier mit seinem Giftstachel, hat er mich getriezt. Mit seinem Giftstachel, meine ich. Mit seiner Gift... Da ist noch einer, da ist noch einer. Ach, du liebes Läuschen. Okay. Okay. Sollen wir mal ein bisschen Abstand wahren. Und ihn mal mit Pfeil und Bogen... Nee, hau ab! Okay. Genau. Den Rest habe ich ihm gegeben, um nichts mehr abzukriegen. Hammer. Leute, der Raum ist geklärt. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir als erstes auf die Truhe zugehen, die hier irgendwo ist. Da ist sie. So, und ich muss sie auch wieder knacken. Okay. Ging ja fix. Truhenschlüssel aus dem Haus des alten Volkes. Ja, ich hatte doch irgendwo mal... Okay. So, jetzt gucken wir uns mal hier die Statuen an. Ich kann bestimmt das Zeug hier nicht lesen. Das kann ich nicht lesen. Ja, dann brauche ich auch nicht zu den anderen zu gehen. Weil ich das auch nicht lesen kann. Gucken wir uns mal den Raum ganz genau an. Mhm. Vielleicht ist ja noch irgendwas hier. Truhenschlüssel. Ich hab doch irgendwo, stand ich doch von der verschlossenen Tür noch unten, ganz unten im Keller. Stand ich doch noch irgendwo was. So, was ist das, wenn ich das hier drücke? Bist du dran? Was? Shit. Jetzt muss ich mal eben... Alarm! Shit, ich habe ja meine Rüstung noch an. Alles gut. Mann, oh Mann, oh Mann. Im Eifer des Gefechts habe ich mich vergessen, umzuziehen. Mal gucken, vielleicht kriege ich es ja noch hier hin, dass ich... dass ich das jetzt noch so hinkriege und die aus dem Feindlichkeitsmodus kommen. So, war hier noch was? Nein. Okay, die hocken da noch. Cool, speichern. Dann gucken wir uns doch mal den Truhenschlüssel an des alten Volkes. Ein alter Truhenschlüssel gefunden in einem Haus des alten Volkes in Varant. Mein Gott, wo könnte der jetzt hinpassen? Naja, okay, dann werde ich jetzt nochmal... weiß doch, irgendwie in irgendeiner Folge hatte ich doch so eine Tür, die war verschlossen. Aber das wird jetzt wohl auch nichts bringen, irgendwie noch da jetzt nachzusuchen. Komm. Der Tempel ist offen. Habe ich gemerkt. Gut gemacht. Aber das Gold hast du noch nicht gefunden, oder? Bisher noch nicht. Na schön. Dann geh nochmal in den Tempel und such alles gründlich ab. Irgendwo muss ja das Gold sein. Drin sind eine Menge Untote. Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet. Und von draußen können wir von Assassinen, Räubern oder sonst wem gestört werden. Nein, nein, es bleibt dabei. Du suchst das Gold und wir sichern das Gelände. Naja, klingt irgendwie plausibel. Soll das etwa heißen, dass ich jetzt nochmal eine ganze Handvoll Untote kriege hier? Also alles absuchen. Suchen wir mal ab. Ready, yeah. Der Schatz.
habe ich den Schlüssel her. Mann. Such nochmal ab. Wenn Roland sagt, dass da noch Untote sein sollten, dann gucken wir mal weiter. Okay, mein Leben ist nur halb voll. Und was jetzt? Eigentlich musste ich doch noch mal ganz runter. Aufpassen. Ah, Moment. Die Truhe, die war doch verschlossen. Wow. 6 Lederbeutel. Ohoho. Die werden wir uns gleich mal natzen. Währenddessen habe ich mich ein bisschen frisch gemacht. Und jetzt gucken wir mal. 6 Lederbeutel. So, ein Lederbeutel wert ist 500. Alter. So, Sumpfkrauttabak. Wo sind denn hier die nächsten? Moment. Pilztabak, Pfeilspitze, Honigtabak, Salz, Apfeltabak. War das alles? Nein, kann doch nicht sein. Hä? Vielleicht weiter oben? Ah, da. Ja, okay. Ein leerer Lederbeutel. Es befand sich der... In diesem Beutel befand sich der Schatz aus Amarna. Ein leerer Lederbeutel. Natürlich nichts drin. So, jetzt haben wir hier 6 Lederbeutel. Das hieße sozusagen 600 Jolt. So, dann haben wir also den Schatz sozusagen gefunden. So, ich habe Humphrey mitgeteilt, dass ich jetzt den geheimen Zugang gefunden habe. Nun soll ich noch ein Gold suchen. Er und Brandon wollen dafür sorgen, dass uns von draußen keine böse Überraschung erwartet. Ja, die böse Überraschung könnte ja noch auf mich zukommen, wenn ich diesen Leuten das Gold übergebe. Vielleicht habe ich ja die Option. So nach dem Motto, ja, da könnte irgendwie... Die könnten mir irgendwie ungemütlich werden, aber bevor ich das mache, speichere ich lieber. Ja, so, dann gucken wir mal. Herr Humphrey, Herr Brenton, Herr Humphrey. Wäre verdammt schwierig, seine Geldbeutel zu stehlen. Brenton? Hä? Hä? Was ist jetzt passiert? Moment. Mann, es gab noch andere Truhen, meine ich, gesehen zu haben. Da werden wir uns mal eben gehen. Das war doch in den Seitenräumen, oder? Gucken wir mal eben ganz schnell. Richtig, ich bin ja immer nur... Ah, die Seitenräume waren noch Truhen, meine ich, oder? Mann. Ja, man sollte keine langen Pausen machen zwischen den einzelnen Spielen, sondern dabei bleiben. Gut, okay, also hier... Die Truhe hatten wir ja. Da hatten wir 6 Beutel rausgeholt. Das nochmal zur Erinnerung. So, und dann gucken wir mal, ob wir hier in den Seitenräumen noch Truhen sich befinden. Was? Ach, shit. Oh Mann, was ist denn das? Was ist denn da? Was ist das? Sandgolem. Ach so, ein Sandgolem. Ja, von mir aus. Er ist erstmal ganz gemütlich eingesperrt. Das heißt also, unser Sandgolem. Wir könnten den Sack und mit einer Golem-Schutzrüstung. Wo ist die? Genau, richtig. Speichern wir mal kurz. Lassen den armen Sandgolem frei. Ah. Zweimal drücken immer. So, komm. Oder kommt er da nicht durch die Tür durch? Kann das sein? Oh Mann! Da muss ich wohl oder übel
ganz reinfetzen. Ja, mit meinem Geschwindigkeitsring, aber egal. So. Der ist hin. Ach, Moment, da kommt noch was. Shit. Da sind ja noch mehr von diesen Leuten. Na, damit kann ich mit dem Knüppel nichts ausrichten. Es ist so gemein, es ist so gemein. Was mache ich denn jetzt? Doch mal mit dem Knüppel versuchen, das wird nie was. Das wird nichts. Nee. Ah, das wusste ich nicht. Menno. Na, vielleicht sollte ich mich nicht ganz großartig so bewegen. So, erstmal kurz rüber gucken. Ah, jetzt ist der Hund da. Kommt der durch? Shit, der kommt nicht durch, aber er bleibt da. Ist das cool. Ich konnte ihn durchs Gitter nehmen. Super. So, gleich mal fett umgezogen. Für die beiden anderen. So, erstmal gucken, wo der ist. Da ist einer um den Eck. Oh, das war knapp. Da war ich jetzt ein bisschen zu vorsichtig. Okay, dann befindet er sich links in der Ecke. Okay, wo ist der andere? Der steht da hinter der Säule. Auch gut. Der steht da einfach so stumm rum hinter der Säule, ne? Ja. Dann probieren wir es doch mal. Also. Los. Was? Durch die Säule durch, ich glaube, es hackt. Na, dafür habe ich aber Glück gehabt, was hier der Treffer angeht. Hast du keine Waffe? Rostiger Kram da? Nee. So, noch eine Truhe. 6 Lederbeutel. Das ist doch klasse. Okay. Dann hätten wir jetzt 12 Lederbeutelches. So, wo war jetzt hier die Welle? Die war hier. Okay. Dann nehmen wir den nächsten Raum. Das war dieser hier. Oh, stopp. Nachher ist ja wieder wer drin. Und ich habe nie abgespeichert. Das wäre fatal. Gehen wir mal vorsichtig rein. Steht ja wieder einer hinter der Säule? Nein. Gut. Und. No. Ach. Hallo! Was denn jetzt? Ihr seid für Überraschung immer gut. Jetzt komme ich doch da nicht raus hier. Jetzt haben die mich eingefroren. Ich komme hier nicht raus. So. Aber so viel Schaden nehme ich auch nicht. Ich will auch wissen, wer das alles ist. Jetzt kann ich sogar zu gar nichts mehr machen. Doch, jetzt kann ich was machen. Ach so, das ist ein Dämonen-Heinz. Okay, dann versuche ich mal diesen Dämonen-Skelettmagier mal. Okay, das ging. Da habe ich mal Glück gehabt. Ich dachte, ich müsste wieder sterben. Aber nein. Ich bin nicht gestorben. Bin noch am Leben. Wunderbar. So, die Truhe habe ich ja nicht leeren können. So, dann hätten wir jetzt noch 8 Säcke hier. So, dann hätten wir 20 Lederbeutel. Moment, speichern. So, Roland hat sich jetzt ein bisschen frisch gemacht. Jipp, dann klicken wir hier wieder auf den Schalter. Dann geht's hier auf. Da geht's wieder raus, beziehungsweise zu dem Brunnen, wo wir durch sind. Ich meine, wir müssen alle Räume haben. Wir haben auch alle. Ach, du liebe Liesel. Was soll denn das? Ah, mein Dingsbums-Geschwindigkeitsring wieder. Versagt seinen Dienst. Oh, da hinten sind ja noch welche. Okay.
ich denn noch die Zeit, den mal eben schnell ab und an zu tun? Wo ist er? Da ist er. So, wie sieht es mit der Energie aus, die ich habe? Sieht einigermaßen aus. Okay. Leute, nee, das hätte man sich auch denken können eigentlich, ne? Ich speichere mal. Der Hinweg war gefährlich, der Rückweg ist gefährlich. Sorry. Super. Wo ist denn hier noch wer? Ist hier noch wer? Hallo? Da ist einer. Na los. Hau ihm doch mal den grünen Schädel ab da. Wunderbar. Okay. Geht's wieder hoch. Ah, Kampfmusik ist auch sehr selten zu hören. Oh. So, schauen wir mal wieder hier vorsichtig ums Eck. Hier nochmal. Dürfte der große Raum kommen. Noch nicht ganz. Der ist dann hier. Speichern. Schauen auf die Dinge, die da kommen. Niemand da. Puh, dann bin ich durch. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Ah, jetzt geht das wieder los. Ach, Leute, sorry. Echt, ey, jetzt habe ich es wieder verpennt, ey. Ja, ja. Ja, zu viel los gewesen in den letzten Tagen. Okay, na, hoffentlich sind sie wieder friedlich. Das hat ja schon mal geklappt, dass sie friedlich blieben, als sie mich angegriffen haben und ich... Ja, okay, die stehen dann noch Spalier. So, ich traue den beiden nicht. Ich traue den beiden irgendwie nicht. Hm, ich sehe, du hast das Gold gefunden. Sehr gut. War gar nicht so leicht. Hm, glaube ich. Darum werden wir es dir auch wieder abnehmen. Her damit. Ja. Was soll das heißen? Das heißt, dass du überflüssig geworden bist. Ich wusste es. Verstehe. Ihr wollt das Gold nur noch durch 3 teilen. Falsch. Nur noch durch 2. Den guten Branko lassen wir in Uga versauern. Ihr seid gemein. Wenn was los ist, sind wir schon über alle Berge. Mit dir aber machen wir jetzt kurzen Prozess. Na, wollen wir mal gucken. Inwieweit die kurzen Prozess machen wollen. Oh, oh, oh. Ja, okay. Mhm. Gut, müssen wir was anderes machen. So, okay, das gleiche nochmal. Ich habe nämlich was im Petto und zwar Eiswelle. Vielleicht kann ich die damit aufhalten. Weiß es nicht. Hm, ich war gar nicht... Hm, glaub... Was soll das heißen? Das heißt, dass... Verstehe. Falsch. Bis der merkt, mit dir aber... Genau, richtig. Super, Eiswelle ziehen und... Ist der andere jetzt nicht mitgekommen, oder was? Okay. Wo ist denn der andere hin? Wieso ist denn der andere weg? Wieso ist denn Brandon weg? Was hat er denn noch hier für Säckchen? Sachen. Mann, oh Mann. So, wo ist jetzt Brandon hin? Vielleicht sollte ich mal speichern und mal neu laden. So, oh, da hat sich einer gerade sein Schwertchen angesteckt. Ich will mal lieber hier in Abstand gehen. Nicht, dass er da hinten auftaucht und mich erblickt und dann ein bisschen was essen. So, und während ich das gemacht habe, hat er sich da wieder hin positioniert. Nein! Naja, okay. Gucken. Ah ja, der hat mich in Liz. Im Visier, meine ich. Los, Brandon. Kipp um. Danke. Oh yeah. Sehr schön. Grobes Schwert geschärft. Super klasse. Jetzt gucken wir uns doch mal hier die Lederbeutelchen an. Die werde ich im Off looten. Wir merken uns mal 5824, den Betrag.
dann schalte ich mich gleich wieder ein. Denn es heißt, alle Lederbeutel aufgemacht. Jawohl, und jetzt 7524. Hervorragend. Dann werde ich mal, ich glaube, sicherheitshalber eine Runde schlafen. Das wäre wohl gar nicht mal so schlecht. Dann brauche ich halt eben nicht, na, wo ist denn der Schlafsack nochmal? Ausruhen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Hä? Ist ja lustig. Okay. Jetzt sind die wieder hingespawnt worden, die ich woanders gekillt habe. Auch ein geiler Effekt. So, ausgeschlafen, ausgeruht. Ich gucke hier nochmal schön aus dem Tempel heraus und will mich jetzt zu Uga begeben. Nee, nach Uga begeben, aber das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schreibt einen Kommentar und einen Daumen. Also, bis dann. Ciao.